This young child is very sick, and the mother of the child is saying that she was not able to go to the hospital due to financial problems, that she's not able to go to the hospital, and there is no hospital for the displaced people in Mogadishu, Somalia. Ist das gerecht? Wollt ihr noch schlafen? Acht Monate altes Kind in der Hand. Überlegt euch das. Acht Monate alt und ich denke, ich habe meine Maus in der Hand. Wir waren gerade am Bonbons verteilen an den Kindern und dann ist dieses Kind aufgefallen. Haben wir die Aktion unterbrochen und fahren dieses Kind sofort erstmal ins Krankenhaus. Eine kleine Hoffnungsschimmer für die Mutter. Durch eure Spenden, das heißt durch eure Spenden, können wir jetzt diese Aktion, was wir auf einmal gesehen haben, durchführen. Also wir waren jetzt in drei Krankenhäusern mit Fatima und schaut euch mal diese Hand an, wirklich Haut und Knochen. Und wir waren in drei Krankenhäusern, alle haben uns weggeschoben, weggegeben, weil die können diese absolute Härtefall nicht behandeln. Jetzt sind wir in einem anderen Krankenhaus, es ist mittlerweile dunkel geworden, wir geben nicht auf, bis wir dieses Kind in Obhut von Ärzten geben können, die sie auch behandeln können. Wir sind hier bei unserer kleinen Fatima. Dank eurer Unterstützung, dank eurer Spenden können wir unseren Doktor hier bezahlen, bei unserem Ärztehaus. Und ihr seht, die kleine Fatima ist glücklich, sie hat zugenommen. Die Mutter ist glücklich, sie lächelt. Es gibt ja nichts Schöneres, um solche Momente sehen zu können, sehen zu dürfen. Und ja, ist ein Beispiel, wie unsere Arbeit eine Leistung bringt. Oder Fatima? Sie hat immer noch diese tiefe Blicke wie am ersten Tag, wo ich sie gesehen habe. Es ist ein wunderschönes Gefühl, erleben zu dürfen, dass sie lebt, dass sie überlebt hat. Die kleine Fatima, die nur 2,5 Kilo gewogen hat vor 3,5 Monaten, dass sie mittlerweile fast 6 Kilo wiegt. Top, top, Abbasi, Khuda, Fatima Ronandazi. Top, top, Abbasi, Khuda, Fatima Ronandazi.